Hallo YouTuber und herzlich willkommen im Jahr 2015. Ich begrüße euch gleich mit einer kleinen Neuerung. Und zwar will ich meine klassischen Unboxing-Videos ein bisschen abschaffen und meine Unboxing-Videos so ein bisschen mit den Review- und Test-Videos verschmelzen. Fürs Erste schauen wir uns heute mal den Marix MX-G10 an. Das ist ein GPS-Empfänger für DSLRs von Canon. Es gehen nicht alle Spiegelreflexkameras von Canon damit, sage ich gleich vorweg. Welche damit gehen, entnehmt ihr am besten der Herstellerbeschreibung oder dem Link von Amazon, den ich unten in der Videobeschreibung habe. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Das ist jetzt der Empfänger selbst. Der macht im ersten Eindruck ja, ist ein bisschen billig, aber ist schon mal schön leicht, das ist schon mal gut, da macht er die Kamera nicht viel schwerer. Gut, das ist Silikagel, das brauchen wir nicht. Und hier haben wir dann dabei eine Handschlaufe und ja, ein Mini-USB-Kabel. Das ist das Kabel, was dabei ist. Ist auch schön kurz gehalten, damit es nicht unnötig an der Kamera rumfliegt. Gut, was haben wir da noch dabei? Dann haben wir hier einmal eine Warranty Card und ein, ja, wahrscheinlich ist da noch ein User Manual dabei. Neben dem Gewicht schon mal, dass es sehr knapp gehalten ist. Und dann haben wir hier noch ein Micro-USB-Ladekabel. Das ist, denke ich, jetzt das 500. in meiner Sammlung. Da gibt es heute, glaube ich, da gibt es bald, glaube ich, Preise für. Ja, dann schauen wir uns das Gerät einfach mal ein bisschen näher an. Unten hat das Gerät einen Blitzschuh dran. Damit kann man an der Kamera hier oben in den Blitzschuh auch reinstecken und damit immer günstig befestigen. Hinten eine Kontroll-LED, die zeigt dann später an, ob er den GPS schon gefunden hat und blinkt wahrscheinlich auch, wenn der Akkustand niedrig wird. Dann hat der Marix GPS-Empfänger hier auf der Seite einmal den USB-Anschluss, das ist auf derselben Seite, wie dann noch später wohl der USB-Anschluss an der Kamera zu finden ist. Und dann noch den Micro-USB-Anschluss, um das Gerät zu laden. Und auf der gegenüberliegenden Seite von den Anschlüssen befindet sich dann noch der An-Ausschalter, mit dem das Gerät an- und ausgeschaltet wird. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück und verbinden den MX-G10 mit meiner Canon EOS 650D. Und das soll laut den Herstellerangaben auf Amazon auch funktionieren. Der MX-G10 hat schon mal ohne Schrauben einen schönen festen Sitz hier oben im Blitzschuh. Das gefällt ihm schon mal sehr gut, dann kann er auch nicht verloren gehen. Als nächstes stecken wir dann mal hier in die Schnittstelle vom GPS-Empfänger das mitgelieferte USB-Kabel ein. Und zwecks Schönheit versuche ich das mal hier so rum. Ja, das ist schon zu kurz, okay. Wickel ich es einmal hier oben um den GPS-Empfänger so verkehrt rum hin, dass man da nicht immer das viel zu lange USB-Kabel rausstehen hat. Ja. Und dann stecken wir den mal in die Kamera. Hier seitlich rein und dann schalten wir mal 3 Sekunden lang Power-Button drücken, das Gerät ein.
genug. Die Batterie ist schwach, das zeigt uns jetzt hier die rote Kontrolle, aber er sucht trotzdem den Satelliten. Ich schalte mal die Kamera ein und guck mal, ob die schon was gefunden hat. Ja, die grüne LED oben blinkt am GPS-Empfänger, das heißt, der Mark G10 sucht jetzt ein GPS-Signal. Und wenn wir dann mal ins Display von der Kamera reinschauen, sieht man auch schon, unten wird GPS angezeigt hier. Das heißt, die Kamera scheint auch schon was erkannt zu haben. Im Kameramenü gibt es einen extra Menüpunkt, der sich nur um die GPS-Einstellungen dreht. Da muss man natürlich zuerst mal GPS aktivieren. Dort muss man einmal GPS dann auch aktivieren und man kann sich auch unten schon mal seine aktuelle Position anzeigen lassen. Ich bin jetzt natürlich hier im geschlossenen Raum und der GPS hat mich jetzt noch nicht gefunden. So, ja, abschließend zum ersten Video. Gehen wir mal kurz ins Menü. Von meiner Spiegelreflexkamera. Und zwar zeige ich euch da nochmal. So, ich kriege den Monitor nicht ganz aufgeklappt wegen dem Teil dort. Wegen dem Stecker jetzt. Das ist natürlich ein Nachteil. Den kann ich vielleicht so noch ganz aufklappen. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz ins Menü rein. Die LED hier oben leuchtet, das heißt, der ist voll geladen. Und hier in den GPS-Einstellungen kann ich jetzt auch in der Informationsanzeige meine aktuelle Position abrufen. Was ich dann auch machen kann, ist einmal zurückgehen und die Zeit einstellen, wie oft die Kamera die GPS-Position aktualisieren soll. Genauigkeit von dem Teil habe ich bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das schauen wir uns jetzt gleich am PC an. So, da sind wir also am PC bzw. in Lightroom drin und ich habe gerade gesagt, er soll mal die Bilder importieren, die ich inzwischen mit dem GPS-Träger gemacht habe. Und da sagt er hier gleich, umgekehrtes Geocoding aktivieren. Und dabei wird einfach nur abgefragt, erlaubt ihr es Lightroom, die GPS-Koordinaten von den Bildern an Google Maps zu senden, um dann entsprechend Adressen, Staate oder Städte abzufragen? Da sagen wir einfach mal aktivieren. Ja, also mal nicht auf die Schönheit der Motive achten, sondern mehr auf den Punkt Karte. Da schauen wir jetzt mal rein, wie genau das Ganze war. Und zwar war ich ein bisschen in Bad Kreuznach unterwegs. Und man sieht schon, er hat einige Bilder hier in Bad Kreuznach platziert. Und das sieht eigentlich relativ gut aus. Das einen hier, die schwarzen Bilder, die habe ich alle in der Rüdesheimer Straße gemacht. Das stimmt. Dann genau das Straßenschild habe ich auch hier vorne auf der Kreuzung fotografiert. Das hat alles sehr genau. Hier an dem Punkt habe ich die Brückenhäuser fotografiert von Bad Kreuznach. Die sind hier. Das stimmt also auch. Ja, dann hatte ich hier noch dieses hässliche Haus
der Dämmerung fotografiert. Ja, man sieht also, der Geotracker arbeitet auch genau. Ich habe es auf meiner kleinen Tour durch Bad Kreuznach so gelöst, dass ich am Anfang, wie ich durch die Rüdesheimer Straße kam, den Geotracker eingeschaltet habe. Das war also so um 3:15. Und war dann in einigen Kaufhäusern in der Innenstadt unterwegs und habe dann ab und zu mal so reingeschaut in die Kameratasche. Und da hat er in den Kaufhäusern natürlich das GPS-Signal immer verloren. Aber wenn man rauskommt, hat er das super schnell auch wieder gefunden. Um 5:30 habe ich das letzte Bild damit gemacht. Und kurz darauf war der Akku dann auch schon leer. Also so im Dauerbetrieb 2 Stunden ist, denke ich, eine akzeptable Leistung für den kleinen Akku. Danach konnte ich ihn auch wieder einschalten. Allerdings habe ich dann nicht getestet, wie lange er dann noch hält. So im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, ist das ein tolles Gerät. Gerade wenn man mal die Preisersparnis sieht, die man hat zwischen dem Original-Canon-Gerät von 235 € zu dem Marex mit gerade mal 95 €. Und das sind rund 140 € Unterschied. Und die kann man sich, denke ich, doch mal ganz angenehm sparen. Abschließend bleibt zu sagen, der Marex MX-G10 ist ein tolles Feature für die Canon-Kamera. Man sollte jedoch aufpassen, dass er wirklich mit der Kamera zusammenarbeitet. Er ist schnell im GPS drin. Das dauert also so rund eine Minute, sage ich einfach mal, bei freiem Himmel. Er ist preiswert und er ist genau. Abziehen möchte ich jedoch noch einen Punkt, und das ist ganz klar der Akku. Der ist mit 2 Stunden im Dauerbetrieb vielleicht etwas schwach auf der Brust. Aber da kann man sich ja auch mit einer Powerbank ganz gut nachhelfen. Das war schon das erste Video für 2015. Gleichzeitig das erste Video, wo ich Unboxing und Review so ein bisschen gemischt habe. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben. Für Fragen und Anregungen sind die Kommentare unter dem Video. Mehr Videos von mir gibt es natürlich auf meinem Kanal. Wenn ihr da keins mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den am besten abonnieren. Unten verlinke ich euch noch das letzte Video. Das war mein Ivis beste Zeitraffer aus 2014 Video. Mehr Infos gibt es natürlich immer auf Facebook. Dazu der Link auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr im Übrigen auch Links zum Marex MX-G10. In 14 Tagen, also am 22. Februar, kommt dann das nächste Video. Da zeige ich euch dann mal mein neues Videolicht. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.